Ein langgezogenes Dorf. Hallo, herzlich willkommen zurück zum Schlacht um Mittelerde Let's Play. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Genau, Saum Fangorns. Im Wald von Fangorn, wo die Hobbits dann reinflüchten. Und wie wir hier sehen, was hier alles schon gelb markiert ist, wir haben bis auf eine Region. Vielen Feinden konnte die Gemeinschaft trotzen. Ja, die können wir noch gar nicht anmelden, aber bis. Zerbrochen. Frodo und Sam setzen ihre Reise fort. Ängstlich und einsam. Merry und Pippin sind in der Gewalt der Uruk-hai. Ihre Freunde suchen nach ihnen. Doch ihre einzige Hoffnung sind die Krieger Rohans. Oh nein. Wie tragisch. Also, Gemeinschaft ist zerfallen. Sind alle irgendwo überall woanders. Und, ja. Und wir müssen jetzt schauen, dass Pippin und Merry, dass wir da die wieder, was kriegen wir da? Ja, dass wir die wieder aus den Fängen von den Uruks wahrscheinlich rauskriegen. Gut, das ist Saum Fangorn. Und ja, wir haben schon viel in Rohan verteidigt. Ist schon ganz gut. Und dann machen wir jetzt gleich mal weiter mit dem Saum Fangorns. Der Saum des Fangornwaldes bildet die Grenze zwischen den weiten Ebenen Rohans und dem Reich der Ents. So. Ja, das Reich der Ents. Ich glaube, es könnte passieren, dass wir jetzt schon mit Ents kämpfen dürfen. Oh, wieder eine Einführungszüge. Das sind Pippin und Merry. Ein paar hässliche Uruks. Und Orks. Oh ja. So. Aha. Besiegt alle Truppen des Bösen. Oh Gott. Die sind hungrig. Die wollen Halblingfleisch. Das ist eine Schweinlung. Die sind nicht zum Fressen da. Befehl Sarumans. Mut, Merry. Jetzt kannst du deinen Mut beweisen. Aha, aha. Ach, Abschaum. Wir werden euch aus unserem Land jagen. Schade, Handy. So, machen wir das Handy mal kurz weg. Moment. Okay, und jetzt. Perfekt. Gut, und was haben wir da? Okay, wir kriegen Verstärkung in 9 Minuten 20, sagt die Flagge hier. Und dabei müssen wir mit denen hier... Was müssen wir denn machen? Zerstöre alle feindlichen Gebäude, zerstöre die Sägewerke, damit dir die Ents helfen. Okay, rufe Eomers Armee, wenn diese eintrifft. Rette Merry und Pippin und steige mit 3 Bataillons auf. Okay. Männer Rohans, holt eure Waffen. Ja, dann zerstören wir mal die Sägewerke. Orks, gell? Ja. Jetzt gucken wir mal, was die Fähigkeit ist. Ne, kann man noch nichts, brauchen wir noch einen. Einen Punkt brauchen wir noch. Juhu! Das erste Sägewerk ist zerstört. So. Ein Endhammer. Ach, das sind die anderen Sägewerke, ne? Genau, dann zerstören wir mal das hier. Halt mal die mal platt. Holt eure Waffen! Ochse, dreckige Ochse. Holt eure Waffen! So, das Sägewerk hier auch fertig. Damit wir mehr Ents haben. So, wo ist denn der blöde Baum? Der steht hier rum. Den setzen wir mal auf 3. Und dich auch. Hey, du sollst hier unsere Truppen hauen. Boah, du bist ganz schön schnell, du End. Oh, du bist bald tot. Nein. Du bist tot, End. Okay, aber ihr Orks ja auch. So, oder? Ah, kann man hier so ein Lager aufbauen, oder? Brüder, wir haben viel zu tun. Nee, Vorposten nur. Okay, das reicht aber. Das ist schon mal. Also, die reichen tut es noch nicht, aber es ist schon mal ganz gut. Jetzt gucken wir mal, ob hier noch weiter Sägewerke sind. Hier ist zum Beispiel eins.
So, bauen wir mal hier Türmchen auf. Okay, und ich glaube, wir bauen jetzt einfach hier mal Wohnen und Stallungen. Ach, was? Rüstkammer? Hier können wir den Fluss überqueren. Sie haben angegriffen! Wieso kann ich kein Truppenzeug bauen? Oh, Herr, ja, jetzt muss ich mal hier kaputt machen. Okay, dann nehmen wir mal den Endblock mit hier. Okay. So, die haben wir dann. Und wir müssen schauen, dass wir uns dann in diesen Brunnen heilen können. Wir müssen schauen, dass die Ents nicht kaputt gehen. Okay, die Ents weiter platt. Okay. Ja, jetzt kommen wir die mal hier fertig. So, dann dürften sich die jetzt auch langsam heilen. Genau, am Brunnen. Sehr gut. So, jetzt haben wir die auch wieder fertig. Ja, komm, mach den mal kalt. Den kleinen da. Und den auch. So, halt euch mal schneller. Mann, Mann, Mann. Okay, 6666 Kommandopunkte. Wolkenbruch oder sollen wir warten, bis wir. Ha, ich glaube, das ist. Ein paar Bogenschützen sind, glaube ich, besser. Der Feind in Deckung, Männer! Nein! Nicht die Ente kaputt machen. Was sollen wir tun? Ja, dann reiten wir auf jeden Fall mal weiter zum nächsten Vorposten. Mist, wir haben unsere Ente kaputt. Nicht gut, nicht gut. Rüber. So bauen wir hier wieder einen Brunnen hin. Und dann würde ich sagen, hier haben wir Heft und da eine Heldenstatue. Holt eure Waffen! Wir werden angegriffen! So, Ochse sind erledigt. Ach du Ents. Sollst du nicht immer hier so. Wut! Haltet die Augen! Von Heim! Wie geht's lang? Bleibt hier! Haltet die Augen! Haltet die Augen! Nicht das Zeug kaputt machen, Freunde! Nein, da liegt die Türme! Mann! Da war die Türme! So, und jetzt bleibt man hier stehen! So, was machst du jetzt, du End hier? Was ist hier los? Ah, hier ist auch noch so ein Sägewerk. So, du wirst mal. Nein, nicht Gebäude teilnehmen, sondern Nahkampfangriff. Was? Ah ja, jetzt wird der Steinchen. So, jetzt reitet doch mal rüber, ey. Über diesen Spaß, dies. Ja. Sehr gut, und dann wieder hier zurück. Da kommen noch mehr so Spaten. Eieieiei. Und zack, 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 zack. Der Feind, die Deckung, ihr habt es echt nicht drauf. So, gut. Das ist fertig. Was? Genau, so wollen wir jetzt da. Heben wir mal den Schatz. Gibt schon viel Kohle. Der Schatz. So, dann erforschen wir mal hier das Zeug.
Die Schlacht wartet. Wo ist denn der andere End? Unsere Truppen werden angegriffen. Ah, der hängt hier vorne rum. Okay. So. Jetzt kommt mal hier zurück. Ah, die haben keine Feuerpfeile. Ja, dann ist in Ordnung. So, was haben wir denn hier? Den Vorposten holen wir uns jetzt auch mal. So, in 1 Minute 40 haben wir dann die Verstärkung durch Eomers Armee. Das ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft. Ah, da kommen wieder so Spaten hier. Da sind ganz schön viele. Ah, Lanzenträger. Geht's weg. Kommt's zurück. Haltet die Augen offen, haltet aus! Kommt zurück, Leute! Männer, folgen mich! Haltet die Augen offen, reiter da mal! Hilfe! Die Geschwister okay, haben wir alle, Bataillons. Sie greifen das Lager an! Und wir müssen aber noch zusätzlich heilen. Sonst wird das nämlich nichts. Okay, dann wieder zurückkommen und heilen und mach mal Klingen in der Mark hier und die schwere Rüstung. Ja, und da ist total nichts mehr. Das ist wahrscheinlich verloren. So, die Ents können mal weiter hier kommen. Die machen mal weiter Sägewerke platt. Wo ist schon das nächste? Hier drüben noch welche? Ne, glaub nicht. Dann gucken wir mal, ob es hier noch irgendwo welche gibt. Reiter der Mark! Oh, Herren, holt eure Waffen! So, okay, Eomers Armee ist bereit. Ich würde mal sagen, wir speichern mal kurz. Speichern. Ne, nicht Zaubenfangorn, sondern überspeichern wir das hier mal. Und. Dann haben wir es gespeichert. Unsere Festung wird angegriffen. Und dann würde ich mal sagen, Bohirim! Alter, sind das viele. Wir müssen unser Land verteidigen. So, und dann machen wir die mal platt hier. Und die können gar nichts. Wir müssen unser Land verteidigen. Das sind 480 Kommandopunkte. Okay. Wir müssen unser Land verteidigen. Und weiter geht's. Lasst uns ausjagen. Unsere Truppen werden angegriffen. Rohan darf nicht untergehen. Los, macht die Lanzenträger platt. Ja, das kriegt er auch hin. Das ist sehr gut. Wir müssen unser Land verteidigen. So, Brunnen. Turm. Gehöft und Heldenstatue. Okay, reiten Sie wieder! Reiten Sie wieder! Los! Wir müssen unser Land verteidigen! Und zurück! Rückzug! Rückzug in die Burg! Wir haben ein neues warte, welche Burg? Hey, NCs! Da hinten ist doch so ein Sägewerk, oder? Macht es mal kalt! Menschen der Rittermann! Die Schlacht wartet! Holt eure Waffen! So, während die sich hier heilen. Männer, die Ents werden brennen. Macht euch kampfbereit. Holt eure Waffen. So. Die Schlacht wartet. Die Schlacht wartet. Gut. Ja, ich kriege auch noch. Okay, das war fast soweit. Zack, zack. Oh, wir werden wieder angegriffen hier. Aber das kriegen wir hin.
So, die Ente haben Nachwuchs gekriegt. Ich trage das Banner Rohan. So, haben wir jetzt irgendein Ziel schon erledigt. Gut, jetzt müssen wir noch. Okay, haben wir alles. Aufgestiegen sind wir auch schon. Jetzt müssen wir noch Mary und Pippin befreien. Keine Ahnung, wo die sind. Wahrscheinlich da oben irgendwo. Holt eure Waffen! Die Schlacht wartet! Und dann würde ich mal sagen, die Gebäude sollen mal die Ents platt machen. Und zwar, ihr werft das alle mal mit Steinen. Und dann ist es nämlich kaputt, genauso wie das. Und dann reiten wir zwei, nämlich mal da hoch. So, die Ents machen hier schon alles kaputt. Okay. Ah, hier sind die. Okay, Erin und Pippin sind gerettet. Die Schlacht hat begonnen. Dann machen die Ents mal hier die Rebellen noch kaputt. Sie haben sie auf den Maulen. Bleibt wachsam. Die Schlacht hat begonnen. Gehen wir erstmal weg und holen mal meine große Armee. Bleibt die wachsam. Schlacht wartet! Bleibt wachsam! So, und auf die große Armee! Wir reiten! Sie haben angegriffen! Bleibt mit der Macht! Lasst uns ausjagen! So viel zu den Orks! Wir müssen unser Land verteidigen. Mit euch, ihr Bestien! Das war's dann, Junge, Leute. Reiter der Mann! Ents, ihr sollt hier die Gebäude kaputt machen. Nichts anderes. Menschen der Rittermann! Und die Menschen der Rittermann! Reiter der Mann! Nein, er brennt! Der kleine. Komm, mach dich wieder hier sauber, ist sehr gut. So, dann greifst du mal weiter an hier. Du bist nicht auf der 3, doch bist du auch. So, zack, boom. So, dann das da noch. Jetzt haben wir ja alle. Ja genau, jetzt haben wir alle Ziele. Zerstöre einfach die Gebäude. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, ja, ja. Zack. Naja, läuft. Da können wir unsere Truppen. Unser Land versinkt im Schatten. Das ist ein Wald noch. Wir müssen unser oder steht Land da noch irgendwas? Lasst uns ausjagen! Laufen wir mal hin. Wir müssen unser Land verteidigen! Wir werden angegriffen! Reiter der Mann! Aber da ist bis auf ein paar dreckige Orks hier nichts mehr. Mary und Pippin sind hier abgehauen. Das ist gut, was haben wir hier noch? Ach, so einen Deppen, der da rumläuft. Das soll er mal machen. So. Ihr sollt das Gebäude hier kaputt machen. Das ist das Letzte, was noch steht. Freunde. Komm, du gehst jetzt mal da in den See rein. Ja, toll, du brennst. Gut, dass ich dir noch was sagen kann. Soll ich hier in diesen See reingehen? Weil da kannst du nicht wieder entbrennen. Aber das ist eh wurscht. Muss ich eh nicht mehr machen. Weil jetzt ist das Gebäude eh kaputt und wir haben Zaumfangorns erledigt. Wuhu! Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Ein Tag der Ehre und der Tapferkeit. Wunderbar, wunderbar. Gewonnen. Ja, das ging doch jetzt relativ flott.
Und das kennen wir auch aus dem Film, wie sie die Leichen hier alle verbrennen. Tadam! Wir haben alle Bonusziele erreicht, deswegen 6000 Punkte. Veteranenhelden Eomir ist auch ein Level aufgestiegen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aufgestiegene Einheiten 16 Stück auch. Wunderbar, 3 haben wir gebraucht. Nochmal 20 Kommandeurspunkte, die uns leider nichts bringen. Gesamtsieg, juhu, wieder die höchste Wertung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Eomir ist Level 6. Klasse, klasse, klasse. Ja. Passt soweit, oder? Okay. So, Saumfang war uns verteidigt. Ah, das geht sogar. Das ist sehr gut, das ist sehr gut an dem. Ziehen mordend und Brandschatzen an, wie heißt es an diesem Mod? Wie heißt er denn? Ah, ja, ihr wisst es. Edain-Mod, genau. Dass es sogar was nützt, wenn man nochmal Kommandopunkte sich nimmt. Okay, da wissen wir eigentlich dann schon, was wir als nächstes nehmen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. See ya!